Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie du verschiedene Schriftarten für WhatsApp verwenden kannst. Wenn dir das Video gefällt, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Um jetzt verschiedene Schriftarten für WhatsApp zu benutzen, musst du als zuallererst in deinen Chrome-Browser gehen und dort die Website coolsymbol.com aufrufen. Anschließend wählst du, sobald du auf der Website angekommen bist, den Punkt Font Changer und dort kannst du jetzt den Text eingeben, den du in einer anderen Schriftart haben willst, zum Beispiel cool. Jetzt kannst du dir hier unten eine der folgenden Schriftarten aussuchen. Wenn dich dann eine der folgenden Schriftarten anspricht, drückst du auf einmal an der Seite auf Kopieren. Anschließend öffnest du dann WhatsApp, hältst das Eingabefeld lange gedrückt, wählst dann dort den Punkt Einfügen und kannst die Nachricht versenden.